Oh. Was macht er? Heilt mittelschwere Verletzung, gibt 550 HP zurück. Boah. Da mache ich einfach nur Heiltrank. Heiltrank 550. Ja, Leute, ich bin voll Intelligenze. Ja, auf die Idee würdet ihr nie kommen. So. Jawohl. Und noch einmal. Na? Ja. So. So, Altrang 550. Achso, wir müssen nur draufklicken. Tut er die automatisch rübernehmen, oder? Ja. So, und damit haben wir jetzt 5 Heiltränke mit 550. Unser AP ist sowieso nur bei 346, also... Kann ich dir weiterhelfen? Nein. Nein, und... Hallo. Und eins müssen wir machen, wir müssen irgendwie auch hier durch das Gemüse laufen. Und vielleicht ein bisschen Gemüse pflücken. Denn das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? So. Wir müssen da eine Menge sammeln. Denn eins haben wir festgestellt, wir brauchen Heiltränke. Weil mit Magie werde ich nicht weit kommen. Denn Magie tue ich mich... Ich habe mich bis jetzt immer auf Magie verlassen. Ihr wisst ja auch warum. Ja, und jetzt auf einmal, wenn ich hier so der Kämpfer bin, so der... Muss ich halt auf Tränke zugreifen. Denn magisch habe ich nicht viel. Was ist denn hier los? Na? Kann ich die auch? Ja. Mal sehen. Ich mache keine Schlangen. Sorry, Leute. An alle, die zum Beispiel denken, oh Mann, die arme Schlange. Ich mag keine Schlangen. Nie gemocht. Ich weiß nicht warum. Es gibt einen Menschen. Es gibt einfach Menschen, die mögen halt keine Schlangen. Dazu gehöre ich. Okay. So. Wir haben hier den Teleporter. Und ich weiß nicht, was das dahinter ist. So, yippie, ja, hey. Ja, Hottie. Ich mag das so mit dem Pferd. Upsala. So. Stimmt, da hatten wir alles. So, stopp. Ja. Was ist da oben los? Seht ihr? Komm. Ja, absetzen. So, und da war eine Truhe, die ich nicht aufmachen konnte. Geht nicht auf. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Verstärkte Lederhose. 18. Schutz vor Schnittwaffen. 18. Ja, die ist besser als meine. Und Tränke. Und was weiß ich alles. Und ein Dietrich. Und die ist besser als meine. So. Und jetzt möchte ich wissen, was da oben los ist. Vielleicht sollte ich vorbereiten, mich zu verteidigen. Oh. Was nehme ich? Nachschauen. Was nehme ich? Grauer Wolf. Kommt er mich schon, um mich anzugreifen? So. Oh. Okay, nimm mal das Schwert. Schließlich bin ich jetzt ein Kämpfer. Oh. Der graue Wolf hier ist ein bisschen stärker. Okay, so. Und komm. Also kampfmäßig muss ich schauen. So. Kampfmäßig muss ich schauen, wie ich das am besten machen kann. Tut er sich heilen?
Von selber, also ohne dass ich hier was brauche. Sieht nicht so aus, ne? Nee. Oh. So, dann tue ich mich wenigstens so heilen. Das ist gut. Ja, Kelle. So, okay. Da oben ist auch was. Ach so, das war, wo ich vorhin aufgewacht bin. Nachdem ich... Naja. Ihr wisst schon. Hier bin ich doch aufgewacht. Ich habe mich gefragt, oh, wo bin ich? Und wo geht's da lang? So, Map. Ja, das mit der Map. Ach, da muss ich hin. Aktive Quest in der Unterwelt. Ich möchte... Oh, 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 oh. Oh, oh, ich möchte zu meinem Hottie. Denn ich glaube, bald kommen die Geister. Mal los. Da, was habe ich gesagt? Da kommt schon ein Geist. Oh. Oh, das war knapp. Wie kann man die Geister besiegen? Ja, ja, Bär, bleibst du schön da. Kämpf du mit dem Geist. Denn ich bin auf dem Weg nach Hause mit Hottie. Und es geht, glaube ich, hier hoch. So, ich würde gerne Bromhilch. Was ist dahinter los? Da. Seht ihr? Das ist der Tiergeist. Nein. Und das sind die Banditen. Oh. Du spinnst, Volto. Schnell weg hier. So. Im Dorf kommen sie nicht, oder? Im Dorf bin ich doch sicher. Kann ich irgendwo schlafen? Ja. So, absteigen. Nein, ich habe gesagt absteigen. Ja. Du machst das richtig, so wie... Oh, oh. Jetzt ist alles zu, oder wie? So. Kann ich hier schlafen? Du, kann ich hier... Ja, was ist? Kann ich schlafen? Kann ich schlafen? Ich kann natürlich nicht schlafen. Wie soll ich dann die Nacht verbringen? Ich habe gedacht, man kann hier schlafen irgendwo. Die Tür ist hier halt zu. Okay. So. Ja, ihr seht, ich spiele das Spiel wirklich total blind. Also ich kenne mich wirklich nicht aus bei dem Spiel. Das ist aber auch das Schöne, finde ich. Mal der Schnarchnase dahinter. Das ist auch das Schöne an dem Spiel. Man tut sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Man tut Neues herausfinden. Der Bärkopf, der sieht ein bisschen komisch aus. So. Ja, man tut ein bisschen herausfinden. Anstatt, dass man, wenn zum Beispiel... Ja, also man macht entweder ein Let's Play von einem Spiel, das man schon kennt. Und man wieder spielt. Ja. Und dann kann es natürlich schon ein bisschen langweilig werden, weil derjenige, der kennt doch schon alles, ja. Also der weiß, was er machen muss, wo er reagiert. Ist vielleicht interessant. Ja. Wo er was machen kann, wie er reagieren kann, ja. Und dann kommt hier zum Beispiel und sieht das Spiel und denkt ihr, boah, das ist aber leicht, ja, der ist ja richtig durchgerannt. Das liegt daran, dass er schon einmal durchgespielt hat und er weiß, was er machen muss. Ja, für diejenigen, die das natürlich so wie ich jetzt hier bin und blind erstmal durch die Gegend laufen, weil ich nichts weiß, das finde ich ein bisschen auch interessant, weil man sieht auch ein bisschen dann mehr vom Spiel. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel kennen würde und ich würde sagen, ach, die Quest dahinter zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob es da eine gibt, aber die Quest dahinter, die gibt gar nichts, die bringt mir nichts weiter oder sonst sowas, ich gehe da gar nicht mehr hin. Das heißt, ihr verpasst das. Wenn ich aber natürlich jetzt hier das Spiel jetzt spiele und ich nicht weiß, ich gehe einfach dorthin. Und dann seht ihr es auch vom Spiel. Ja, stellt euch vor, wir gehen dorthin und hier gibt es einen Riesensee. Wie zum Beispiel, ja, ich
Derjenige, der es kennt, der kommt nicht hierher. Der weiß, was es hier gibt. Der hat es schon einmal durchgespielt. Okay, da gibt es wieder Wölfe. Ich glaube, ich muss nach Pfeilausschau halten. Oh, das sind aber ein paar Stück. Okay, und weg. Da rennt auch einer in den Dorf. Boah, wie viele Wölfe. Ich glaube, ich muss ein bisschen so rennen. Oh. Wie viele Wölfe. So, ich gehe hier zu Gandohar. Als Feind kann er mich vielleicht ein bisschen beschützen. Nun, daneben darf ich nicht sein, während er schießt. Wie armselig. Oh, aua. Aber so kann man auch andere in Bedrohung reinbringen, ja? So kann man die anderen auch in Schwierigkeiten bekommen. Schaut euch das an. Jo. Nur aufpassen muss man, während der schießt. Da, seht ihr? Der haut kann schon rein. Oh, die ganze Wölfe umgebracht. Mal sehen. Nur davon habe ich leider nichts. Glaube ich, eine EP. Also Experience Point habe ich, glaube ich, nichts. Weil ich die nicht gekillt habe. Und geben tun die sowieso nichts. Das sind aber faule Wölfe. Geizige Wölfe. Die geben nichts. Nicht einmal ein bisschen Pelz oder sonst irgendwas. Okay. So kann man das natürlich auch machen. Mal sehen. Ja. So kann man das natürlich auch machen. Man bringt da so, man... Upsala, man holt die einfach die Wölfe her und dann bringt sie zurück. Und da wird man gerettet. Da gibt es auch noch welche, die die Dörfer angreifen. So. So. Upsala. Und schnell weg hier. Na Dörfler, hier, kommt her. Ich hab was für euch. Upsala. Okay. Upsala. Nein. Doch die Wölfe hier. Sorry. So. Ja. Alter, durchfern. Boah, habt ihr denn seine Waffe gesehen? Wow. Angeber. So. Gut. Sehr, sehr gut. Okay. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Ach so. Pfeile habe ich sozusagen unendliche Pfeile. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Habe ich jetzt nicht wirklich aufgepasst. Gut. Wenn ich schon hier bin, dann gehe ich ein paar Sachen verkaufen. Wo ist eigentlich mein Hotty? Ach, da hinten. Hi, komm her. Kann ich dir weiterhelfen? Ja. Willkommen. Ich kaufe und verkaufe. Und ich frage nicht danach, woher die Ware kommt. Das siehst du gut. Damit kriegst du dann auch keine Probleme. So, verkaufen. Was ist das? Rassel.
Klapperschlange stellt 1000 Mana-Punkte wieder her. Boah. Langsam muss ich sehen, wo ich mit dem ganzen Zeug sehen muss. Hin oder machen kann. Denn das ist ein bisschen... Langsam wird es viel. Das ist ganz andere... Ja. Das ist ein ganz anderer Trank. Aber der hier... Großer Mana-Trank, großer Mana-Trank. Ne, die passen doch zusammen. Warum nicht gleich so? Upsala. Warum kann man die nicht alle gleich rüberziehen? Warum immer nur einer? Das verstehe ich nicht. Warum immer nur einer? Warum kann ich die nicht gleich alle rüberziehen? Okay. Dann halt nicht. Dietrich hat ja nicht mehr viel, oder? Was ist das? Tupfenkerpfling. Verleiht Immunität gegen Gift, heilt Vergiftung. Okay. Gut. So, Hottie. Hallo, Hottie. Ich glaube, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Oder? Willkommen hier bei uns. So, ja. Und jetzt, ja. Wo ist Map? Irgendwo gibt es doch eine Weltkarte, oder? Hm. Wir müssen das nächste Mal hier hin. Ja, denn da waren wir schon fast. Aber ich würde gerne auch nach Brumhill, wo immer das auch ist. Ich glaube, ich muss mal die Karte schauen. Ja, also... Was habe ich? Magie. Heilung. Booster. Verringert Mana-Verbrauch eines Zaubers. Levelboost. Erhöht Wirkungslevel eines Zaubers. Luftmagie. Feuermagie. Wassermagie. Erdmagie. Nekromantie. So. Was war das? Nein, 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 nein. Was haben wir denn da? So. Was ist denn jetzt passiert? Heilung. So. Boah, hast mich jetzt aber erschrocken, du blödes Ding, du. So, und... Sonst kann ich hier nichts machen, oder? Ich glaube, ich kann das hier... Jetzt. Ja, wunderbar. Schon besser. Ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt und, ja, das wirkt sich langsam aus. Ja, man vergisst dann die ganzen Tasten. Hier unten war ich schon. Jetzt frage ich mich, ob ich das noch machen soll hier. Oh, vielleicht hat der... Vielleicht hat der hier... Upsala. Du bist hier in einem Geschäft der Gemeinschaft. So, was gibt es Neues bei der Gemeinschaft der Magier? Alles ist bestens. Gemeinschaft ist eine würdige Vereinigung von Magiern. Wir machen uns keine Sorgen um die Orks. So, so. Zeig mir dein Angebot. Okay. Oh, der hat Heiltränke. Der hat Heiltränke. Sehr gut. 270? Okay. Sehr gut. Also das mit den Heiltränken, das freut mich. 1000 AP, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. So, Heiltränke, Heiltränke. Das war sehr gut. So. Gut. Ich bin überlegen, ob ich da den Teleporter nehme, aber dann habe ich kein Pferd. Kellotti. Ja, dann habe ich kein Pferd. So. Und, ich würde gern wissen, wie ich da hier die blöde... Na, ihr wisst schon, Map aufrufe. Nee, das ist falsch.
So, Moment mal, ich muss mal kurz schauen. Einstellungen. Tastatur. Map. Inventar, Magie, Questloch, Ruf. Mist, ja, der Loch. Angreifen, links, Pferd. Feuerige Waffe. Questloch mit Karte öffnen, F4. Minikarte ein- und ausblenden, F6. Okay. Kamera. So. Zurück zum Spielen. F4. Ach so. Ja, das ist die Einblendung hier. Das ist ein bisschen hier, ein bisschen. So kann ich das alles. Was ist denn hier los? Finde Edwin in der Siedlung Brumhill. Wow, Brumhill ist da hinten.